So, mit ihrem Bruder Karl eine Runde am Spazieren. Dem ist schon wieder völlig warm. Schwarzes Fell, Sonne, jetzt scheint gerade nicht die Sonne, aber dann, wenn es die Sonne die ganze Zeit auf sein Fell knallt, da kommt er gar nicht drauf klar. Aber gut, ich bin heute auch mal hier oben in Ordensinn am Spazieren. Hier gibt es wenig Schatten. Wir sind aber jetzt auch fertig. Noch easy. Schönes Ründchen gegangen, halbe Stunde ungefähr. Passt. Fährst du in die Stadt, um zwei Dinge zu erledigen. Einmal bei der Postbank was erledigen und zweitens dir ein Brötchen beim Bäcker gegenüber holen. Postbank hat heute ganz komische Öffnungszeiten, hat zwei Stunden einfach mal Wartungsarbeiten, kommst nicht rein. Will ich gegenüber zum Bäcker mir wenigstens ein Brötchen holen auf Frust. Die machen jetzt schon zu, weil zu viele Kranke. Da leck mir am Arsch, Alter. Das war's an der Stelle. Komm. So, das ist die S-Klasse, das René. Das Rewe oben in der Süd. Ich weiß auch nicht, warum das bei euch zum Running Gag geworden ist, aber oben in der Süd ist halt oben in der Süd, Digga. Habe ich ja nicht so gemacht, damit ihr das lustig findet, sondern es ist halt oben hier in der Süd, Digga. Hier war früher Komet drin, Digga. Hier haben wir immer geklaut, wie die Verrückten, Digga. René, wer hat hier geklaut? Immer Rittersport. Welche war das nochmal, René? Rittersport, Knusperkeks und einmal die weiße mit die, genau. Immer bevor wir angefangen haben zu kiffen, Digga, das war hier alles ganz anders, Digga. Haben wir immer wie die Verrückten geklaut, Digga. Immer schön zapzarab gemacht. Das heißt schön, immer zapzarab. Roger. Kannst du mir ja zustimmen? Maschine, Fokussier, mein Ziel und kämpfe für Freiheit, die Wahrheit, mein Team von und nach oben aus dem Dreck ans Licht, der Löwe der Straße wie Phönix aus der Asche, ich fliege, ich schreite mal am Boden, zu viele Probleme. So, ich gehe jetzt noch mit Ehrenbruder Kaido ein bisschen spazieren, ich bin am Ilsebach. Ja, oben in der Süd ist das. Spazieren hier auf ganz entspannt, egal wie nervig oder stressig mal ein Tag ist. Was wollte ich sagen, Digga, wenn man dann im Wald ist, spazieren, Digga, Sonne scheint. Ach, das tut einfach gut, das ist gut fürs Gemüt. Kann man sich gut runterfahren. Ich filme selten so in der Perspektive, muss ich gestehen. Ich glaube, meine Füße sind bekannter als mein Gesicht mittlerweile auf Instagram. Ich fühle mich auch, also so zu filmen, weiß nicht, muss ich nicht haben. Wenn man das immer macht, finde ich das voll selbstverliebt, Digga. Ich weiß, für viele ist so Wald und so Natur, könnte nichts mit anfangen. Und der Wald ist jetzt ja auch nichts Besonderes. Außer, dass ich hier, wie fast an allen Orten in Buxtehude, eine persönliche Bindung habe, weil ich hier auch einiges erlebt habe. Also einige Sachen als Erinnerung so von früher. Aber kann ich nur eins sagen, wenn ihr mal einen stressigen Tag habt, egal ob jung oder alt, nehmt euch euren Drahtesel oder die beiden Beine in der Hand und ab in den Wald. Mal eine halbe Stunde laufen. Ob mit oder ohne Handy, muss man selber wissen. Gut, ich filme jetzt auch, aber ohne Handy ist nochmal ein bisschen besser, weil man dann wirklich nur mit sich selber beschäftigt ist und nicht immer irgendwie alle 10 Minuten guckt, oh, hat jemand WhatsApp geschrieben oder so. Und das tut einfach gut, Digga. Allein die Luft, ah, herrlich. Ja, moin, werd älter.